Battle Beast! Wood! Fire! Fire burns wood! Battle Beast! Fire! Water! Water puts out fire! Battle Beast! Water! Wood! Wood beats water! Battle Beast! Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. Herzlich willkommen zu einem Short Review Review. Und diesmal geht es um meine Battle Beast Sammlung. Einzelne Charaktere habe ich euch bereits vorgestellt in kleinen Videos, hier verlinkt in der Infocard. Diese Videos zeigen dann immer, wie hier von Killer Carp, dass er, also wenn er vollständig war, mit Waffe und eben halt Figur. Dann habe ich mich um diese, habe ich diese Videos erstellt, denn ich finde es schade, wenn ich die Waffe nicht zeigen kann. Dies ist meine derzeitig komplette Battle Beast Sammlung. Ich habe von den Laser Beasts zwei Stück. Das sind meine wirklich ureigenen. Eigentlich habe ich nur mir jeweils, ich hatte nur wirklich aus der vierten Wave die Battle Beasts mir gekauft. Diese beiden wunderbaren Charaktere. Hier seht ihr noch meine Backkarte. Ich habe in der Laufe der Zeit eigentlich nie das so ganz verfolgt am Anfang. Inzwischen möchte ich sie vollständig haben. Dazu muss gesagt werden, wir haben in Deutschland nur zwei Waves veröffentlicht bekommen. Es gibt insgesamt vier Waves, auch ein paar Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind nie in Deutschland erschienen. Von den Waves ist nur Wave 1 mit 28 Figuren und etwa auch mit 28 Figuren Wave 2, die Laserbeasts erschienen, Wave 4. Wave 2 und 3 ist Amerika und Japan exklusiv gewesen. Leider. So. Das ist, mal, wie gesagt, meine bisherige Battle Beast Sammlung. Besteht aus, also abgesehen von den zwei Laser Beasts, aus 2, 4, 6, 8 und 10 vollständigen Battle Beasts mit Waffen und 2, 4, ja, ohne Waffe. Ich habe zwei extra Waffen inzwischen in meiner Sammlung noch gehabt, die, ja, noch, wo ich die Figuren noch nicht davon habe. Dieser Kamerad ist doppelt, habe ich euch auch in einem Pickup mal gezeigt, weil er so leichte Unterschiede aufweist und deswegen habe ich das auch behalten. Einige sind Unterschiede, gibt es bei den Battle Beasts wegen, ja, wie soll man sagen, unterschiedlicher Produktion. Die Farbe ist vielleicht mal anders und ja, hier waren die Augen so ein bisschen anders und auch so ein bisschen die leichte Kolorierung. Das hat mir ganz gut gefallen, deswegen wollte ich den doppelt behalten. Außerdem sieht das Weiß bei dieser Figur etwas besser aus. Aber um diese soll es gar nicht so ganz gehen, denn ich habe einen mega Schnapper gemacht. Und zwar bei eBay. Ich will gar nicht auf die Preise eingehen. Ich habe, zeigt euch das, einen ganzen Topf voll Battle Beasts gekauft. Das sind jetzt keine doppelten, sondern es ist wirklich, ja, es sind gut 30 Figuren hier. Gut, ein, zwei Doppelte sind schon dabei gegenüber denen ich jetzt habe, aber ich habe auch einen ganzen Lot von Waffen neu dazu und das möchte ich euch einfach mal vorstellen und wir schauen uns an, wie sich meine Battle Beast Sammlung einfach so erweitert. Gut, fangen wir an, gar nicht groß rumgerede. Es waren mehrere, ja, Schnapper, kann man sagen, die ich gemacht habe bei den Battle Beasts. Zum einen, ich fange einmal an mit einer Sache, das war jetzt kein Schnapper, aber ja, ich habe es aus einem bestimmten Grund gekauft. Es hat mich ein bisschen mehr gekostet. Die Figur fehlte mir in dem Moment auch. Ich habe sie hier drin. Ich werde sie für euch extra auspacken. Die ist vollständig. Mit den Namen kann ich euch jetzt momentan noch nicht helfen. Die habe ich wirklich nicht komplett drauf. Nur ganz, ganz wenige. So, hier seht ihr diese wunderbare Figur. Hat auch seine Waffe. Die wird natürlich vervollständigt. Na, rein damit. Richtig cool sieht der aus. So, wie mache ich das am besten? Das ist ja, wie gesagt, meine bisherige Sammlung. Die Waffen lege ich mal zur Seite hier. Und dann bauen wir sie mal drumherum auf. Fangen wir mal hier hinten an. Der ist vollständig, kommt da hinten hin. Den Deal habe ich aber hauptsächlich gemacht, weil was anderes dabei war, was richtig genial ist. Und das war mir auch das Geld wert, etwas mehr auszubezahlen. Und zwar eine Battle Beast Karte in Deutsch. Schön, dieses Battle Beast Artwork. Einfach nur großartig. Ja, das sieht richtig klasse aus. Auf der Rückseite auch nochmal schön die Erklärung, dieses Feuer,
Holz- und Wasserprinzip, Schere, Stein, Papier sozusagen. Unten auch ein schönes Artwork, einfach nur klasse. Gut, hier war es ummalt, ihr seht hier so dieser Charakter, der dabei war, ist ummalt worden vom Käufer. Aber das war mir egal, eine deutsche Karte zu finden ist echt selten. Das hier unten abgerissen ist schwarz, interessiert eigentlich so gut wie gar nicht, denn da ist kein Motiv. Hier ist natürlich das Hasbro-Logo und das ist ähnlich wie hier, schwarzer Hintergrund. Unten steht nur eben halt so der Slogan, Feuer schlägt Holz, Wasser schlägt Feuer und so weiter. So, das stelle ich mal hier hin, damit man es hinter die Battle Beast Sammlung bekommt. Einfach klasse, so ein Artwork zu bekommen. Ach, das hat mich schon glücklich gemacht. Und ja, weiter geht's. Bevor ich euch den großen Deal, habe ich noch einen kleinen abgeschlossen. Und zwar habe ich einen Deal abgeschlossen gehabt mit einer ganzen Handvoll Waffen. Die sind immer etwas schwerer zu bekommen, plus diesen wunderbaren Charakter, den seht ihr gleich noch ein zweites Mal. So, lege ich hier hin, diese Figur. Ob die Waffen dabei sind, entsprechend kann ich jetzt auch noch nicht. Die Waffenzuordnung folgt natürlich noch, ja. So, und dann kam eben halt ein Deal, wo ich wirklich nur Waffen gekauft habe. Den ganzen Bottich, also nicht Bottich, eine ganze Tüte voll Waffen. Das heißt, wir haben hier richtig viel zuzuordnen mit meinen, die ich schon besitze. Sind, glaube ich, die eine ist auch doppelt dabei. Genau, diese eine Waffe ist sogar doppelt. Aber das wusste ich vorher nicht, denn die Deals liefen sozusagen ja teilweise parallel, aber einigen hatte ich gar keinen Einfluss. Ja, und bei diesem Waffendeal war die Figur dabei. Ja, und dann kam dieser Bottich. Wie ihr seht, wunderbar. Jede Figur war einzeln verpackt. Hier ist auch eine sogar komplett und mit der fangen wir an. Die anderen sind alle ohne Waffen. Teilweise in kleine Tüten gepackt. Ein, zwei hatte ich schon ausgepackt. Ich habe ein bisschen gecheckt. Ansonsten habe ich sie nur in den Bottich gepackt. Ja, das sind eine ganze Menge. Und dann können wir mal am Ende sehen, wie vollständig meine Waffen, meine Battle Beast Sammlung wird. So, wir machen mal hier kurz diese Figur auf. Wir werden auch jede auspacken. Na. Weil ich möchte schon die auch erstmal so wirklich haben. Ne? Waffe fallen nicht runter. Ich möchte gar nicht so einfach. Die Tüte ist eng, als man sieht. So, hier mal kurz hin. So, Waffe in die Hand gesteckt. Und wie ihr seht, das hier ist auch schon die Waffe, die ich hier doppelt habe. Auch großartige Figur. Na, ich soll nicht im Bild sein. Die Figur. Wunderbar, kommt auch hier hinten hin. So den vollständigen. Ja, weiter geht's. Ich nehme gleich immer eine raus. Den Kameraden kennen wir schon. Habe ich eben einfach schon gezeigt. Der war in diesem Deal, weil es so günstig war, habe ich sie mitgenommen. Außerdem, ihr seht den Unterschied. Ja, das ist nicht nur das Licht hier, sondern die Farbe ist unterschiedlich. Der eine ist orange, der andere ist so ein bisschen rot. Ja. Krebsrot kann man sozusagen sagen. Der hat sogar noch sein Logo, was hier fehlt. Dass diese ja, Temperaturlogos fehlen, ist, ja, wie soll ich sagen, auch ein, ja, wenn sie in Wasser gekommen sind, wurden gereinigt, das hat man ja gemacht, oftmals, wenn man draußen gespielt hat, sie kurz Wasser eingeweicht, dann haben sich diese Rubbellogos gelöst. Teilweise sind die auch, haben sich nicht gelöst, aber die Funktion wurde zerstört, denn wenn das Wasser reingelaufen ist, es ist wie so ein alter Taschenrechner mit LCD, sobald da einmal Flüssigkeit drin war, hat man auch die Zahl nicht mehr gelesen. So, ich stelle die beiden mal hier vorne hin, damit wir auch die Unterschiede sehen können. Die Waffen möchte ich nachher noch zuordnen, also das wird sicherlich spannend. Und ich greife einfach wild rein. Hier haben wir die nächste Figur. Wer schon genau aufpasst, sieht, dass sie da auch schon steht. Das heißt, wir schauen uns die Figuren an und manchmal könnte es ein Upgrade für mich sein. So, diese Figur. Ich nehme auch meine Figur von hier. Das ist die neue. Na, wie findet ihr sie?
Und hier ist meine alte. Die sehen beide recht gut aus. Hier sind ein, zwei Flecke. Der ist etwas weißer. Da ist der Schnabel etwas angegriffener. Ja. Doch da würde ich mich für meine alte Figur entscheiden. Und ich mache das mal wirklich so. Die Figuren, die stellen wir mal seitlich hin. Die Figuren, die ich jetzt sozusagen doppelt habe, die stelle ich da vorne seitlich hin. So, nächste Figur, die wird ist hier auch auf dem Tisch. Na, wir packen aus. Und da seht ihr diesen Hirsch. Der sieht auch recht gut aus. Ja. Wirklich nicht schlecht. So, haben wir hier auch. Nun, die sehen ja fast identisch aus. Ich zeige euch das nochmal. Ja, da wird auch der neue rausfliegen. So, ich sehe, weil jede Figur von hier ist eingepackt. Ich mache einen kurzen Break. Ich packe alle Figuren ganz schnell aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind sie alle ausgepackt. Jetzt geht es auch ganz schnell. Naja, schnell ist relativ. Es ist noch ein voller Bottich mit Battle Beast Figuren. Aber aus, wenn ich jede Figur einzeln auspacke, das war schlecht durchdacht, deswegen das Video ist auch relativ spontan, wie ihr seht. Also machen wir weiter, aber ohne viel Worte. Ich habe hier noch drei Laserbeasts neu. Die kommen auch ohne Waffen. Die habe ich zusammen mit dem Deal bekommen. Auch zu einem absolut fairen Preis. Ich war selbst sehr erstaunt. Hier haben wir auch so einen Tausendfüßler. Auch echt großartig. Stellen wir mal wirklich hier hinten zu den Laserbeasts. Da, wie gesagt, fehlen mir die Waffen. Schade. Aber ist halt das Ziel für die Sammlung, dort weiterzugehen. Ein Geier, auch sehr großartig, auch ein Laserbeast. Wie gesagt, die Laserbeast haben diese Augen, wenn man da richtig durchguckt, wird entsprechend angezeigt, ob es Feuer, Wasser oder Holz ist. Hier ist es Feuer. Der kommt hier hin. Na, machen wir hier vorne. Und noch ein weiteres Laserbeast, auch absolut cool. Die Namen, da wie gesagt, bin ich nicht so vertraut. Somit ist meine, ja. Da bin ich nicht so vertraut. Waffen fehlen noch. Die haben Pistolen, so wie jetzt eben halt diese hier. Die Battle Beasts der vierten Wave. Die der ersten haben wirklich mehr so Schlagwaffen. Schwerter, Speere, Keulen und die Laserbeast haben wirklich Waffen. Das ist so ein größerer Unterschied dabei. Oder auch Sonnengladiatoren, wie sie auch in Deutsch genannt wurden. Ja, der Bottich ist noch voll. Wir wollen mal weitermachen. Ich greife einfach rein. Das Warzenschwein, Sweeney Boar müsste das gewesen sein, wenn ich mich noch erinnere. Den habe ich auch und auch vollständig, ist bereits einmal vorgestellt worden. Machen wir ein bisschen größer. Haben wir zwei. Zwei jetzt. Welcher sieht denn besser aus? Ja, hier gehe ich mit meinem, den ich bereits hatte. Das heißt, der geht zur Seite. Nächste Figur. Ach, hier haben wir eine Giraffe. Die habe ich noch nicht. Auch sehr, sehr genial. Echt toll. Ja, kommt hier vorne. Ich kann euch jetzt schon verraten, wenn ich die alle zusammen habe, mir fehlt nur noch eine einzige Battle Beast Figur der ersten Wave. Schon mal Spoiler vorab. Ich habe es ja vorher auch, obwohl ich die noch nicht angesehen habe, aber ich wusste ja schon, was dabei war, als ich diesen Deal gemacht habe. Und man ist ja mit so einer überschaubaren Sammlung dann doch schon vertraut.
Hier haben wir einen schönen Bären. Ja, der wird euch nicht aufgebunden, aber auch genial. Schön, das Rubbellogo ist dabei. Das war ja hier bei der. Ist hier nicht bei der Giraffe. So, was haben wir hier? So eine Art Maus oder Wiesel. Auch richtig klasse. Hier fehlt das Rubbellogo. Und ich muss wirklich sagen, ich werde einige Figuren upgraden dann irgendwann mal. Das ist so das Ziel, um die Wave noch ein bisschen zu verbessern. Natürlich die Waffen hinzuzufügen. Aber ich möchte schon alle mit einem Logo haben. Ob es funktioniert, ist mir eigentlich momentan noch nicht so wichtig. Mir ist eher wichtig, dass es zu sehen ist. Aber die Figuren erstmal zu haben, ist der erste Schritt. So, der kommt hier an die Seite. Den habe ich noch nicht in der Sammlung. Hier, Sir Sire Horse. Auch sehr genial. Den weiß ich, den habe ich hier. Er ist auch bereits euch vorgestellt worden. Link auch in der, ja, blende ich jetzt hier mal ein in der Infocard. Sir Sire Horse. Sieht auch genial aus. Was haben wir denn da? Ja, hier haben wir das. Hat kein Rubbellogo, mein Alter. Ist denn der neue wirklich besser? Hat auch da Abnutzungen. Das ist halt so leider leichte Spielabnutzungen. Ja, der kommt hin, dass er besser ist. Also wird er ausgetauscht. Machen wir gleich so weiter. Die Waffe in die Hand. Der ist entwaffnet, der alte. Der neue kommt hier hin und der kommt in die doppelten Ecke. Ja, so, die will ich hier noch mal ein bisschen näher ran. Die zwei neuen ja, bisher mit den Waffen. So, weiter geht's. Auch eine coole Figur sehe ich gerade. Mein Name ist Hase. Auch sehr geil. Ja, der ist nicht schlecht. Sieht cool aus. Sehen überhaupt alle sehr genial aus. So, hier habe ich auch eine Figur, die ich bereits habe. Den Fuchs. Sly Fox, glaube ich, war das. Ach, ich mache näher ran. Ich fange mal an zu sitzen noch. Auch sehr genial. Das Weiß ist noch sehr, sehr klasse. Das erhalten. Das ist auch immer so die Schwäche bei dieser Figur. Ja. Richtig gut. Aber meine beiden haben ein Rubbellogo, der liegt. Das heißt, der geht auf die Auswechslungsbank. Nehmen wir den gleich. Ganz wichtige Figur. Pirate Leo. Ich habe ihn noch nicht. Der Anführer. Der guten Battle Beasts. Richtig klasse. Ist so ein bisschen mitgenommen, hat so ein paar Abriebe. Kein Rubbellogo. Aber muss ganz vorne, erste Reihe. Jemand, der fehlt oder der anführt, der muss damit hin. Und ich weiß, ich habe seinen Partner, den bösen Anführer hier, Gruesome Gator, ja, genau. Den haben wir hier. So eine Echse, richtig klasse. Und im Japanischen sind die aufgeteilt in ja, Autobots und Decepticons, denn sie gehören zu den Transformers. Werden auch Beastformers genannt. Sind in einer japanischen Animations-Transformers-Serie auch einmal vorgekommen. Im Deutschen haben sie das komplett weggenommen, aber somit sind das auch für mich zu den Transformers-Szene Figuren und ich bin ja ein G1-Fan. Somit ist diese Serie, die ja auch von 1986, 87 ist, ja, ja, da bin ich einfach Fan von. Gruesome Gator hier, einfach klasse. Auch kommt neben seinem Kompagnon, dem anderen Anführer. Echt klasse, wo ich sehe, ein bisschen am Hinterteil, Schwanz abgenutzt und der Arm ist ein bisschen geleiert. Das ist auch so eine Sache, wenn man sie leicht warm Wasser hat, kann man die Arme raus und reinziehen. Ich habe auch schon zig Angebote von Battle Beasts bei Kleinanzeigen gesehen, wo die Arme neu zusammensortiert wurden, was ich natürlich nicht so schön finde, wenn ich bräuchte schon eine vollständige Figur haben, so wie sie gehört. So, da haben wir die jetzt. Nehmen wir die nächste Figur. Die Schlange. Auch sehr witzig. Schlangenhände habe ich auch hier. Vollständig bereits. Aber noch nicht vorgestellt. Das ist auch sehr klasse. So, welche Figur ist hier besser? Ganz eindeutig meine alte. Denn da fehlt das Logo. Das heißt Auswechslungsbank.
Oh, weiter geht es. So, nehmen wir hier gleich einen, den ich auch habe. Das, den Elefanten. Auch sehr geil. Und hier noch so einen schönen. Hier mit der Waffe. So, welche Figur ist hier besser? Die sind fast identisch. Die sind so gut erhalten, ist der. Echt klasse. Aber da behalte ich dann meinen. Und der geht auch auf die Auswechslungsbank. So, weiter geht's. Nächste Figur. Den Gorilla. Ach, der sieht auch geil aus. Den habe ich bereits auch, aber ohne Waffe. Ohne Waffe. So, welcher ist denn da besser? Beide am Rubbellogo. Farben sind gar nicht so schlecht. Aber irgendwie gefällt mir der neue hier ein Tick besser. Das heißt, mein alter wandert auf die Auswechslungsbank und der kommt hier hin. Waffenzuordnung machen wir auch noch, aber am Ende. Dann, das wird dann spannend, glaube ich. So, nächster. Den haben wir auch noch nicht. Auch sehr geil geworden. Ihr seht schon, das Rubbellogo fehlt. Das sieht auch sehr klasse aus. Hörner sind intakt. Auch so eine Sache, die leicht kaputt gehen kann. Weil ja, es ist halt Gummi, aber wenn es von 1986, das sind ja, weit über 30 Jahre, da verhärtet sich Plastik und bricht natürlich auch ein wenig. Und es kann sein, dass so wie hier bei der Spinne die Arme abbrechen. Hände können natürlich auch abbrechen, Kämme, Spitzen. Aber hier, der ist top, auch wenn er ein bisschen härter sich anfühlt. Kommt er mal. Kommt einfach hier in diese Reihe mit rein. So, hier habe ich einen, den ich bereits besitze, Killer Carp. Ihr seht, aber mir ist hier gleich was aufgegangen, der ist auch sehr gut im Schuss. Und das ist mein Killer Carp. Seht ihr das? Ich hoffe, das kann man sehen. Die Farbe ist anders. Der ist ein bisschen dunkler, der neue, als mein alter. Das heißt, den werde ich behalten. Denn Variationen, die so ein bisschen sind, möchte ich gerne erstmal behalten. Das heißt, der kommt hier hinten mit in die Sammlung. Ist auch vollständig. Das heißt, da würde nur die Waffe fehlen. Ja, ach, das macht sich doch gut. Weiter geht's. Auch hier eine Figur, die ich bereits habe. Der Delfin oder Hai. Auch sehr geil. Den haben wir hier vorne. Hier. Meiner bereits. Und mal sehen. Der sieht auch sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Aber da bleibe ich bei meinem alten. Da sind keine so großen Unterschiede. Das heißt, der geht auf die Auswechslungsbank. So, nächste Figur. Oh, ist das auch geil. Schöner Stier. Den habe ich noch nicht. Oh, richtig geil mit der Rüstung. So, kommt hier gleich hin. Oh, auch klasse. Das Nashorn. Ist der nicht cool? Mit so einem Morgenstern am Arm. Rubbellogo, der ist top. Wahnsinn. So, da kommt noch einer, den ich auch besitze. Oh, hier ist Tiger. Wie gesagt, manche Namen habe ich schon drauf. Den haben wir auch hier. Hier seht ihr meinen. Mit der Waffe, mit so einer Keule. Und welcher ist besser? Hier, bei dieser Figur gibt, weiß ich, ist, hier seht ihr diese rosa Löcher für diese Arme, für eine Rüstung. Das kann mal als Rot- und Orangetönen werden. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Da ist meine genauso gut. Das heißt, diese neue wandert auf die Auswechslungsbank. Alle, die auf der Auswechslungsbank landen, sowie auch, wenn die vollständig sind mit Waffen, sind zum Tausch freigegeben bzw. ja, zum Abgeben. Ich möchte damit schon meine Sammlung vervollständigen.
Das heißt, falls einer sich interessiert, kann er mich auch über anschreiben. Das habe ich auch schon mehrfach gehabt, wenn ich Pickups zeige, dass man mich angeschrieben hat, ob ich etwas abzugeben habe. So, drei Figuren sind jetzt hier noch drin. Eine einzige, die ich noch habe, hier Prickly Porcupine, Stachelschwein, auch sehr geil. Auch hier sehe ich, den habe ich bereits, aber meiner hat kein Logo, das heißt, hier wird auch ausgetauscht. Tut mir leid, der Bessere gewinnt. Kriegt die Waffe in die Hand, so. Aber ich habe hier noch eine Waffe, das heißt, du wirst wieder mit einer Waffe bestückt. Das können wir machen. Du wanderst jetzt erstmal auf die Auswechslungsbank. So. Und hier der vorletzte, das ist das Ende naht. Frosch, auch sehr geil. Und auch geil. Einfach nur klasse. Hier seht ihr auch diese kleinen Hörner, die können abbrechen. Der ist aber absolut top, absolut beste Qualität. Ja, beste Qualität. Top in Schuss hinten, am Bützel doch ein bisschen abgenutzt, aber das lässt sich verschmerzen. Die sind alle top gewesen, wie ihr seht, eine absolut tolle Ergänzung und ihr seht jetzt, meine Sammlung ist groß gewachsen. Ich habe insgesamt dabei nur drei Variationen, das sind jetzt 28 Battle Beast Figuren, wovon ich, wie ich sagte, 2, 4, 6, 8, 10, 12 vollständige habe. Die Laserbeasts mal ausgenommen. Das heißt, jetzt geht es darum, die Waffen entsprechend zuzuordnen den Figuren. So, dafür werde ich mir sie einfach mal alle hier hinlegen. Auch meine Waffen, die ich bereits besessen habe. Warum sind die auf einer Karte aufgeklebt? Ganz einfach. Als ich mit dem eBay-Käufer in Kontakt hatte, bat ich ihn, die auf eine Pappe aufzukleben, damit die nicht verbiegen, abbrechen oder so können. Und gerne mal mit so einem Tesastreifen festkleben, das ist ein ganz guter Tipp, wenn sie im Briefumschlag kommen, weil meistens werden die als Büwer verschickt. In einer Tüte ist auch nicht schlecht, denn ihr wisst selbst, Briefe können aufreißen, kaputt gehen, etc. Und somit sind die sicherer. So. Habe ich diesen Tesastreifen abreißen und auch hier. So, dann nehmen wir mal kurz die Waffen alle runter. Na komm, es klebt. So, komm weg. So, zwei Waffen weiß ich schon Bescheid. Interessanterweise, ich habe sie doppelt. Ein Waffenlot habe ich nur komplett kaufen können, deswegen sind so ein paar doppelt jetzt dabei. Das ist die Waffe, die unsere Spinne trägt. Die habe ich bereits, das heißt, die Figur habe ich nicht doppelt, das heißt, das sind Einzelwaffen. Und was ich auch weiß, diese Waffe, die ich schon habe, die gehört der einzigen Figur, die mir noch aus der Reihe momentan fehlt. Das ist so eine Schildkröte, Hardtop Tootsie oder so ähnlich heißt die Figur. Das heißt, diese Waffe werde ich jetzt erstmal hier noch hinlegen. Die wird da liegen. So, ich habe ein paar Waffen bereits ja, an meinen Figuren, somit kann ich ein paar identifizieren, wie zum Beispiel diese beiden. Ja, Speere, die gehören einerseits hier zum Prickly Porcupine, das heißt, der Alte kriegt seine Waffe wieder, so bestückt. Und das hier ist der Elefant, der kriegt auch seine Waffe. So, was haben wir noch an Waffen, die ich bereits besitze?
Nee, das sind dann schon die Waffen. Ich lege sie mir hier hin, damit wir gleich mal zuordnen können. Das sind eine ganze Menge. Hier sind auch noch mal zwei doppelt. Hier sehe ich, die ist doppelt. Das heißt, die geht gleich in meine Tüte. Ersatzteiltüte sozusagen. Genauso wie diese Waffe. Diese Hirschwaffe. Ich glaube, die gehört zur Giraffe. Aber genau bin ich mir da jetzt nicht sicher. Dafür habe ich eine Waffe da rein. Um die Waffen jetzt zu identifizieren, greife ich auf eine Website zu. Ich habe sie auf meinem Tablet geladen. So, da haben wir sie. Und zwar ist es auf der Seite toyarchiv.com. Da gibt es eine schöne Liste. Ihr seht Fotos mit den Figuren und der Waffe daneben. Und so können wir schön identifizieren, zu welcher Waffe die gehört. Also welche Figuren zu welcher Waffe gehört. So, nehmen wir mal weiter. Fangen wir an nochmal mit dieser Waffe. So, da habe ich ja schon gedacht. Genau, hier ist, dann seht ihr hier mittendrin die Giraffe. Das heißt, diese wird mit der Waffe bestückt. Wunderbar. Eine mehr. So, die nächste Waffe. Nehmen wir mal diese Waffe hier. Und die gehört zum Frosch. Wo ist der Frosch? Da ist er. So. Wunderbar. Weiter geht's. Ach, nehmen wir diese coole Waffe. Die gehört zu dem hier. Das ist Danger Dog. Bulldogge. Danger Dog. Geiler Name. So, ihr seht. Jetzt richtig. Klasse. Wie gesagt, alle vollständigen Battle Beasts werden von mir einzeln vorgestellt. Und ja, ergänzt zu den Videos, die es bereits existieren. Und ja, weiter geht es. Interessant. Ich habe diese Waffe. Ich sehe aber, dass die nicht mehr ganz heil ist. Die sieht nämlich sehr kurz aus. Und hier ist sie auf dem Bild länger. Ihr könnt es sehen. Hier oben bei der Fledermaus. Scheinbar wurde die abgeschnitten, weil sie der Person zu lang war. Das heißt, die muss natürlich muss leider bei mir ausgetauscht werden. Die Fledermaus, es ist zwar nur eine Stange, wahrscheinlich war es der Person zu lang oder es war jetzt wie eine Axt. Mag aber auch angehen, aber es sieht jetzt aus, als ob die wirklich abgeschnitten wurde. Na, trotzdem kann man sie in die Hand legen, dieser Figur, wenn ich es hinbekomme. War sie aber der Person einfach zu lang. Sah halt cooler aus, wie so eine kurze Axt. Die fehlt ein bisschen. Gut. Muss dann auch ergänzt werden. So, weiter geht es. Was haben wir hier? Ich nehme mal diese silberne. Jo, habe ich gleich gefunden. Das gehört zum Nashorn. So, zeige ich euch auch gleich. Weiter, zwei Stück haben wir noch. Nehmen wir diese hier. Oh, auch gleich gefunden. Das ist wunderbar. Was ihr hört zu diesem, ja, fast schon gesagt Stier, aber ganz der Stier ist es nicht. Oh, richtig cool. So, jetzt haben wir noch diese wunderbare Axt. Die habe ich auch gesehen, die gehört dem Bären hier. Mr. Bear. So, jetzt haben wir den Bären.
auch cool. So, das war schon die Zuordnung. Und wie ihr seht, meine Sammlung ist größer geworden. Ich habe euch ja gesagt, 28 Figuren umfasst die Sammlung. Ich habe 27 in der Sammlung, also fast vollständig. Eine fehlt, wovon ich ja leider nur die Waffe habe. Das heißt, doppelte weggenommen, eben halt die beiden, die drei. Das heißt, mir stehen hier 27 Figuren. Wie viele haben wir denn mit Waffe? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mit Waffen. Wahnsinn, 19. Das heißt, 8 Waffen fehlen mir nur noch. Absolut cool. Ja, das war mein Mega-Pickup mit den Battle Beasts. Ihr seht, meine Sammlung ist echt vollständig geworden. Vollständiger. Ich danke, dass ihr so lange ausgehalten habt mit euch, mir diese Ergänzung meiner Battle Beast Sammlung anzugucken. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, ein Like, kommentiert, welcher ist euer favorierter Battle Beast, euer Lieblings-Battle Beast. Und ja, schaut euch gerne noch die Einzelvideos der Figuren an, die ich bereits auf diesem Kanal habe, wo sie wunderbar zur Geltung gebracht werden. Denn ich möchte gerne ein Archiv aller Figuren machen, wenn ich sie vorstelle, aber eben halt nur die vollständigen, weil es lohnt sich nicht. Ich möchte keine Waffe aus dem Netz nehmen, ich möchte sie selbst beurteilen können. Also, ja, das war's für dieses Mal. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin. Feuer, Wasser und Holz. Was ist euer Favorit? Bis dahin. Tschüss.